Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel Türkgücü München gegen den KFC Uerdingen. Ich begrüße unseren Kapitän René Vollert und unseren Cheftrainer Serdar Dayat. Hallo in die Runde auch. Serdar, fangen wir direkt mal an. Was für ein Spiel erwartest du? Was für einen Gegner erwartest du? Ja, natürlich. Der Gegner ist angeschlagen seit Wochen. Die kämpfen ja mit allem drum und dran jetzt im Fußballgeschäft, in diesem Fußballbusiness. Aber ich meine, jedes Spiel ist für die auch wichtig. Die werden hierher kommen natürlich, um das Spiel zu reißen, um das Spiel gewinnen zu wollen. Und deswegen muss man auch natürlich nicht dagegen halten. Wir müssen auch gucken, dass wir natürlich das Spiel forcieren, dass wir natürlich aggressiv ins Spiel reingehen, dass wir aktiv sind, dass wir einfach die Bälle so spielen, wie wir uns vorstellen wollen oder vorstellen. Aber kein Spiel in der dritten Liga ist einfach zu spielen. Also wenn ich ehrlich bin, der Letzte kann den Ersten schlagen, der Erste kann gegen den Letzten verlieren. Und deswegen wird das ein interessantes Spiel von unserer Seite aus. Wie sehr hat dich und die Mannschaft das Spiel gegen Unterhaching jetzt beflügelt, auch gegen Uerdingen jetzt die drei Punkte einzufahren? Ja, beflügelt kann ich das nicht sagen, aber wir sind bodenständig, wie immer. Aber das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass wir wieder mal einen drei Punkte eingefahren haben, dass wir ein gutes Spiel angeboten haben, dass wir Spaß am Spiel hatten und dass wir gut abgeschlossen haben. Für René habe ich mich auch gefreut, dass er gegen zu Null gespielt hat. Ist auch sehr wichtig für uns, dass wir zu Null spielen. Und das Spiel hat uns wieder gezeigt, dass das Potenzial wirklich in der Mannschaft nochmal steckt, dass wir das Potenzial nochmal abrufen müssen, die nächsten auch 5 Spiele, dass wir auch bis zu Saisonende einen ordentlichen Fußball anbieten, dass der Fußball uns Spaß macht und dass wir gut abschließen die Saison. Vielleicht kann ich die Frage auch gleich an dich weitergeben, aus Sicht der Mannschaft, wie sehr hat euch das Spiel nochmal gut getan, jetzt die drei Punkte anzufahren, auch mit Blick jetzt auf das nächste Spiel gegen Uerdingen? Es war ja schon so, dass wir das Derby davor gegen 60 verloren hatten, verdient verloren. Und wir haben uns in der Mannschaft auch nochmal zusammengesetzt Anfang der Woche und intern ein paar Dinge besprochen, wie wir die Saison gerne zu Ende bringen wollen. Und dass es dann direkt am Mittwoch so positiv geklappt hat, freut uns natürlich extrem und ist auch ein großes Zeichen für die Truppe, dass sie sich von solchen Rückschlägen dann nicht unterkriegen lässt. Von dem her war es sehr wichtig und richtig gut, war ein richtig gutes Spiel und so wollen wir einfach weitermachen. Für dich ist ja jetzt ein besonderes Spiel, das ansteht gegen deinen Ex-Verein. Wie fühlst du dich, wie sehr freust du dich darauf? Ich sage mal so, das erste Spiel war natürlich besonderer, gegen den Ex-Verein zu spielen damals, weil es ja eine Geschichte ist, die zwischen mir und Uerdingen steht, die ja jetzt den Rahmen hier sprengen würde. Letztendlich ist es schon so, dass ich unbedingt mit aller Macht dieses Spiel gewinnen will und auch die Truppe, da denke ich, spreche ich für die Truppe. Von dem her kann man schon sagen, dass es was Besonderes ist, ja. Dann erstmal danke euch und wir kommen zu den Fragen. Thomas Schulze, bitte. Eine Frage an René. Du hast ja lange in Uerdingen gespielt, auch mit viel Herz warst du in Uerdingen. Dann kann der Wechsel nach München nur zu heute sein, du hast alles richtig gemacht. Ja, absolut, uneingeschränkt. Um das kurz, sag ich mal, auszuholen, nachdem ich mich dann nach der Corona-Pause wieder durchgesetzt hatte, war ja relativ schnell klar, dass der Verein, oder zumindest hat es der Verein mir so kommuniziert, dass sie mit mir verlängern wollen. Und sowohl meine Frau, ich denke, du kennst mich auch ein bisschen und jeder, der mich da kennengelernt hat, der weiß, dass wir uns super wohl gefühlt haben in Krefeld, in Uerdingen. Und ich hätte letztendlich alles unterschrieben und dann hat der Verein sein Angebot zurückgezogen oder beziehungsweise kein Angebot gemacht dann letztendlich und dem ersten Herzschmerz, der dann schon da war mit dem Unverständnis, weil ich die Entscheidung auch nicht nachvollziehen konnte und sie mir auch nicht begründet wurde, habe ich aber dann relativ schnell mit Türkgücü einen super neuen Arbeitgeber gefunden und im Endeffekt, um das ganze Lied jetzt abzukürzen, bin ich mehr als glücklich, dass es nicht funktioniert hat in Uerdingen und dass ich hier in München eine sportliche Heimat, eine private Heimat gefunden habe, Wertschätzung bekommen für das, was ich darstelle, für das, was ich leiste und zwar ehrliche Wertschätzung im Verein von den Fans und von der Mannschaft. Von dem her bin ich sehr, sehr glücklich, hier zu sein, ja. Danke. Hallo, hört ihr mich? Ja, dann Ihre Fragen, ja, bitte, Herr Mayer. René, servus, Herr Mayer, hallo. Hallo. Josef Mayer, Oberpfalz-Media. René, eine Frage noch zu Uerdingen. Gibt es noch Verbindungen?
Ja, natürlich. Klar. Also ich habe jetzt, gut, jetzt ist er ja nicht mehr Trainer, mit Stefan Krämer vor kurzem telefoniert. Mit Christian Dorda immer wieder Kontakt, mit Luki, also Asani Lukimia Kontakt. Und ja, natürlich. Ich meine, wir haben lange zusammengespielt. Dodo ist jetzt der Einzige aus der Aufstiegsmannschaft von damals, der noch da ist. Aber klar hält man den Kontakt, wenn man so lange in einer Mannschaft gespielt hat und auch so viel gemeinsam durchgemacht hat, sag ich mal. Kann ich da weitermachen? Noch eine Frage? Gerne, ja. Direkt ist die Kapitänbinde, wie wichtig ist dir das, die Binde zu tragen, auch ohne Binde als Führungsspieler, aber es ist trotzdem nochmal ein Zeichen der Wertschätzung? Absolut, ja. Also für mich, ich habe das schon öfter betont, es ist eine absolute Ehre, die Mannschaft aufs Feld zu führen. Es ist schon ein Zeichen des Vertrauens. Allerdings sage ich auch immer wieder, zum Führungsspieler gehört mehr als die Binde. Und ich kann auch Führungsspieler sein, ohne die Binde zu tragen, weil es auf den Einfluss auf die Mannschaft ankommt, auf die Haltung, auf den Fokus, auf das, was ich eben weitergebe. Und natürlich, allen voran steht die Leistung. Und die muss ich erbringen, egal ob ich die Binde trage oder nicht. Aber um das nochmal zu betonen, es ist jedes Mal wieder eine große Ehre und eine Riesenfreude, die Mannschaft aufs Feld führen zu dürfen. Also du führst jetzt die Mannschaft ins Olympiastadion. Ich glaube, das fünfte Spiel von Kibici jetzt im Olympiastadion. Kannst du ein bisschen die Stimmung beschreiben, die Atmosphäre? Ist das was ganz Besonderes, dieses Stadion? Es ist absolut was Besonderes. Ich meine, das Zeltdach, ich war gerade neu in München, sage ich mal, da habe ich den Geburtstag meiner Frau, haben wir im Olympiapark verbracht mit einem Picknick und uns hier alles angeschaut. Mein Vater selbst, das wusste ich zu Beginn der Saison auch nicht, war hier schon auf der Bank gesessen beim Derby Nürnberg gegen Bayern, vor ausverkauftem Haus. Es ist geschichtsträchtig, Weltmeisterschaften, Weltmeister haben hier gespielt. Es ist jedes Mal wieder was Besonderes. Der Rasen hat eine überragende Qualität, aber der große Punkt, der halt einfach aktuell fehlt, sind nun mal die Zuschauer. Und mit Zuschauern, glaube ich, wäre das und ich gehe auch stark davon aus, auch wenn ich sie bisher persönlich noch nicht kennengelernt habe, mit unseren türkischen Fans im Rücken wäre das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Warst du als Kind vielleicht auch mal da? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Wir waren mit der Bayern-Auswahl damals mal hier bei einer Führung und sind da übers Zeltdach geklettert. Ich glaube, das kann man jetzt auch noch machen aktuell. Irgendwie so Zeltdachtouren, und das ist das Einzige, woran ich mich so erinnere. Aber aktiv kann ich mich nicht daran erinnern, mal bei einem Spiel hier gewesen zu sein. Nico Schmitz, kamen noch weitere Fragen. Erstmal die Frage zum Personal. Wie sieht es da aus, gerade auch mit Blick auf Sliskovic und Zaharia? Ja, der Sergen ist noch angeschlagen. Der wird auch an dem Spiel nicht dabei sein. Und Sliskovic ist momentan in Aufbautraining. Der trainiert jetzt seit 2-3 Tagen und höchstwahrscheinlich wird er auch nicht dabei sein. Aber ab dem Spiel möchte ich dann, dass der Kader ganz komplett zusammenkommt. Aber die angeschlagenen Spieler müssen erstmal gesund werden, richtig gesund, hundertprozentig einsetzbar, damit auch solche Rückschläge nicht nochmal passieren. Gibt es noch weitere Verletzte, die auf jeden Fall ausfallen werden? Bitte auf Stumm schalten. Die Kollegen? In dem Moment nicht, nein. Röser hat sich in der Abwesenheit von Sliskovic als Stammspieler etabliert. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Ja, der Röser ist ein sehr guter Spieler, der schmeißt sich für die Mannschaft hin, sagt man mal so. Und seine Qualität sind am Platz auch vorhanden. Der hat auch für uns im Pokal, auch in der Liga, seine Tore geschossen und versucht immer wieder aktiv zu sein. Also über seine fußballerische Qualitäten muss man natürlich nicht viel sprechen, aber er hat sich auch bei uns sehr, sehr gut gefunden. Der fühlt sich auch sehr, sehr gut und dementsprechend macht auch seine Arbeit sehr, sehr gut. Und diese Motivation zum Ball, diese Motivation zum Spiel ist bei ihm auch immer vorhanden. Und er hat auch sehr eine gute Beziehung zu seinen Mannschaftskameraden. Und ich denke, die Entwicklung ist da, das kann man sehen. Und ich glaube, dass er auch die nächsten 5 Wochen auch sich weiterentwickeln wird. Uerdingen hat wie Türkgücü auf einen Investor gesetzt. Wie gestaltet sich für Sie als Trainer die Zusammenarbeit mit einem starken Mann als Präsidenten? Also so, über sowas habe ich mir nie einen Kopf gemacht. Sowas interessiert mich wirklich nicht. Ich schaue auf meine Mannschaft, auf meine Jungs, auf mein Spiel und der Rest. Das ist einfach eine Sache von den Vereinsführenden, da kann ich mich nicht äußern.
Möchten Sie nach der Saison gerne als Trainer weiterarbeiten oder ist auch eine administrative Aufgabe wieder denkbar? Nein, ich möchte natürlich als Trainer weiterarbeiten, aber im Fußball passieren Sachen, die man natürlich immer selbst nicht lenken kann. In den letzten Jahren habe ich auch als im Managementbereich habe ich gearbeitet, habe ich NLZ-Leiter war ich, sportlicher Leiter war ich, aber der Trainerjob ist natürlich ein guter Job. Was wir damals als Fußballer, damals als Kinder uns vorgestellt haben, machen wir jetzt natürlich mit unseren Jungs. Und aber Fußball ist ein, wie soll ich sagen, ein Tagesgeschäft so auf die Art. Man kann heute so denken, aber morgen weiß man weiß nie, was kommt. Und deswegen sind alle Türen offen. Aber Trainerjob macht natürlich Spaß, das muss man auch andeuten. Dann noch zwei weitere Fragen an dich, René, auch von Nico Schmitz. Beim Abschied aus Uerdingen hast du gesagt, es schmerzt. Wie beurteilst du die Zeit bei Uerdingen im Nachhinein? Als große Aufgabe, an der man oder an der ich gewachsen bin, an der ich viele Erfahrungen gemacht habe, die ich jetzt nicht missen möchte, egal wie schmerzhaft es auch war, egal wie schwer das war. Ich denke, viel davon hat dazu beigetragen, dass ich jetzt der Torhüter oder auch der Mensch bin, der ich bin. Es wurde ja schon angesprochen, du bist mittlerweile Kapitän bei Türkgücü, hast deinen Vertrag verlängert. War München für dich die perfekte Entscheidung? Ja. Ja, absolut. Also wie gesagt, es ging damals sehr schnell und ich hatte es ja gerade schon ausgeführt, es war ein schmerzhaftes Erlebnis, viele Emotionen waren dabei. Aber wenn ich das ganze Jahr Revue passieren lassen muss, ist es einfach perfekt gelaufen. Die letzte Frage noch, die schließt auch so ein bisschen an das an, was der Kollege gesagt hat. Hast du noch Kontakt zu alten Mannschaftskameraden, die darauf brennen, dir am Samstag einen einzuschenken? Nicht besonders brennen. Also ich sage jetzt mal so, natürlich will jeder mal das Spiel gewinnen, aber am Ende des Tages habe ich keine Feinde dort, ja, die jetzt irgendwas mit mir gut zu machen hätten, sondern die mir auch sportlichen Erfolg wünschen. Und von dem her wird das ein für mich sehr intensives Duell, das ich auf jeden Fall gewinnen will. Und ja, letztendlich muss ich dann nochmal sagen, diese 90 Minuten ist mir vollkommen egal, was mit irgendwem anders ist. Ich will meine Mannschaft gewinnen. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch beiden. Die Runde hier ist ja schon beendet. Zur Information noch, das Spiel findet morgen um 14.03 Uhr im Olympiastadion statt. Und bis dahin. Danke euch. Danke.